Du, das ist ein Mehrteiler. Am Ende der Folge findest du einen Link zum nächsten Teil sowie auch zur Playlist mit allen Teilen. Insgesamt wird das hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Photovoltaik-Powerwall, also eines Solarspeichers, aus Lithium-Ionen-Zellen im 18650-Format, aus gebrauchten und recycelten Laptop- und E-Bike-Akkus, so wie hier zum Beispiel. Also bleibt dran, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen und viel Spaß! Hey zusammen! Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ich den Sicherungsdraht anlöte auf die Busbar. Heute geht es um zwei Dinge. Erstens mal, wie kommt der Sicherungsdraht an die Busbar ran? Aber vorher möchte ich euch noch eine zweite Möglichkeit zeigen, den Sicherungsdraht aufzulöten. Und zwar, wenn man so ein großes Pack hat, dann funktioniert das auch gut, wenn man immer zwei Zellen zusammen lötet und dann auf die Busbar drauf. Und zwar in einem Rutsch durch. Hier, das ist ein 120er Pack. Das kann man dann auch mit 120 Ampere belasten im Maximalfall. Und als Busbar habe ich 4 mal 4 Quadratmillimeter Kupferdraht benutzt. Das Ganze dann doppelt, weil es hier in U-Form ist. Das sind dann 32 Quadratmillimeter. Sicherungsdraht wieder der 0,2 mm Draht. Der brennt bei 5 Ampere durch. Man braucht dann nicht nach jedem Abschnitt das Ganze abzuknipsen, sondern kann das erstmal so in einer Bahn so durchlöten. Das geht relativ fix. Dazu ungefähr 380 bis 390 Grad einstellen mit der Lötstation. Und ich verlinke euch die mal unten in der Videobeschreibung. Die hat 60 Watt und kostet so 30, 35 Euro. Nachdem dann der Sicherungsdraht einmal aufgelötet ist auf einer Seite, kann man den stückweise nochmal abknipsen da, wo er nicht hingehört. Also so, dass im Endeffekt immer zwei Zellen, der Draht über zwei Zellen geht, dann zur Busbar und dann weiter zu den nächsten zwei Zellen. Das heißt, in der Mitte die Verbindungen kommen ab und dann außen zwischen den Zellen kommt auch nochmal ab. Das Ganze dann auf der Rückseite. Und dann ist man jetzt ohne Zeitraffer, ist man ungefähr 10 Minuten mit so einem 120er Pack ist man durch mit Löten. Das Zwischenergebnis sieht dann erstmal so aus. Wichtig ist, dass der Strom immer nur eine Richtung zum Fließen haben kann. Also jetzt nur von der Zelle zur Busbar und nicht von der Zelle noch in die benachbarte Reihe überspringen kann. Deswegen müssen die Verbindungen auch getrennt werden. Ich teile mir die Arbeitsschritte so auf, dass ich immer denselben Schritt bei allen Packs fertig mache, bevor ich einen anderen Schritt angehe. Hier fehlt noch die Befestigung der Busbar mit den Kabelbindern. Wie im letzten Video schon gezeigt, am besten Kabelbinder mit 290 oder 300 mm benutzen und dann 3,5 oder 4 mm Stärke. Die sind schön stark und damit kann man dann die Busbar richtig fest fixieren. 7 mm Bohrlöcher sind ideal für die Busbars. Ja, die muss man erstmal suchen, wo die sind. Wenn die Busbars so drüber hängen. Mit den 4x4 Quadrat benutze ich immer zwei Ringkabelschuhe. Ich habe das mal probiert mit dicken Ringkabelschuhen mit 35 Quadratmillimeter, aber das passt halt nicht rein. Dadurch, dass das Einzeldrähte sind, die verdrillt sind, ist das im Endeffekt dicker als die 35 mm, die man zur Verfügung hat für einen einzigen Ringkabelschuh. Deswegen benutze ich zwei 16 mm Ringkabelschuhe. Zum Schluss dann einen Schrumpfschlauch drüber und dann passt das sehr gut. Und die Kabelbinder zuerst locker fixieren, bis alle vier dran sind.
um die Busbahn rum und dann dasselbe Bohrloch nochmal zurück. Dann an den Enden die Busbahn so fixieren, dass die genau zwischen den Zellenreihen sitzt und nicht auf den Zellen drauf. Und dann erst die Kabelbinder festzurren. Zum Schluss noch das überstehende Abknipsen und die Busbahn noch ein bisschen ausrichten, dass die Enden parallel sind. Ich mache da schon mal Schrauben durch, weil ich ja zwei Ringkabelschuhe am Ende benutze, damit die sich nicht verschieben gegeneinander. Die Temperatur von der Lötstation, das variiert auch so ein bisschen mit der Außentemperatur. Also ich löte hier immer in der Garage und im Winter ist es halt dann auch da 0 oder minus bei Minusgraden. Dann braucht es auch ein bisschen mehr Temperatur für die Lötstation zum Löten. Also auch mal 400, 410 Grad, weil einfach die Lötpunkte kälter sind und ein bisschen mehr Temperatur brauchen. Müsste ausprobieren, aber so um den Dreh 380 bis 400, 410 Grad, irgendwo in dem Bereich ist so meiner Erfahrung nach zumindest mal der optimale Punkt. Wobei auf dem Pluspol immer ein bisschen weniger Temperatur benötigt wird als auf dem Minuspol, weil der Minuspol hat ja Kontakt, also das ist ja der komplette Zellenboden, die komplette Zellenhülle ist ja Minus und der leitet die Wärme vom Lötkolben einfach direkt ab und der Pluspol ist ja wirklich nur der kleine Puppel, der kann die Wärme nicht so gut ableiten. Deswegen geht das da mit niedriger Temperatur und geht auch in der Regel ein bisschen schneller. So, Sicherungsdraht auf beiden Seiten ist eigentlich nicht notwendig. Es reicht, wenn man entweder den Pluspol oder den Minuspol mit Sicherungsdraht verbindet. Und bei einem Fehlerfall, in einem Kurzschlussfall brennt, egal welche Seite, einer davon brennt einfach durch. Es braucht nicht doppelt. Ich benutze trotzdem auf beiden Seiten. Tja, die Rauchabsaugung ist ganz praktisch, zu spät aufgefallen. Ich benutze trotzdem auf beiden Seiten Sicherungsdraht aus zwei Gründen. Erstens mal ist das für mich eine einfach sehr schnelle und bequeme Art, die Zellen mit der Busbar zu verbinden. Das geht einfacher als mit starren Kupferleitungen. Und man kann die Zellen, wenn sie kaputt sind, auch später besser nochmal tauschen. So, jetzt kommt noch der letzte Schritt und zwar das Verbinden des Sicherungsdrahts, der bisher ja nur lose auf der Busbar aufliegt, der wird hier festgelötet. Dazu braucht es nochmal den dicken Lötkolben mit viel Power. Also ich habe hier den 150 Watt Ersa. Der funktioniert da sehr gut dazu. Ich verlinke euch den nochmal in der Beschreibung. Mit weniger Power kriegt ja die Busbar nicht heiß genug. Die Kupferleitungen leiten einfach die Hitze vom Lötkolben super schnell zur Seite weg. Deswegen braucht es da einen ordentlich starken Lötkolben, um überhaupt Lötpunkte setzen zu können. Also ich setze da immer einen ordentlich dicken Lötklecks auf die Stelle drauf, wo der Sicherungsdraht die Busbar verbindet. Da muss man am Anfang beim ersten Lötpunkt ein bisschen mehr vorwärmen. Dann je weiter man sich fortbewegt, desto eher ist die Busbar auch schon vorgewärmt durch den Lötkolben. Wo ihr auf jeden Fall aufpassen müsst, ist in den Bereichen, wo die Kabelbinder sich befinden. Weil wenn ihr da zu viel Hitze aufbringt, kann es passieren, dass die Kabelbinder schmelzen und auch der Schrumpfschlauch auf der Zelle darunter beschädigt wird und dann gibt es einen Kurzschluss, weil dann die Kupferbusbar auf dem Minusgehäuse aufliegt und dann gibt es einen Kurzschluss. Also wenn ihr da zu lange drauf rumkokelt und zu viel Hitze einbringt, ist auch nicht gut. Das sollte auch so kurz wie nur möglich sein.